Moin moin und herzlich willkommen bei Milupa Outdoor. Ja, ich stehe mitten in Grönland, mitten auf dem Inlandeis. Ja, wir haben uns nach unserer Tour auf dem Arctic Circle Trail, haben wir jetzt eine Tour gebucht, sind zu dritt unterwegs, mit Guide sind wir vier. Und wenn ihr Bock habt, ein klein bisschen mit aufs Inlandeis zu kommen, ja, bleibt dran, wünsche euch ganz, ganz viel Spaß mit dem Video. Los geht's! Ja, knapp eine halbe Stunde sind wir jetzt unterwegs. Man kann hinten schon, ich drehe euch mal ein bisschen rum, vielleicht bei euch noch ein bisschen weit, das Inlandeis sehen. Überall ist es weiß, da ist der Russell Gletscher. Da werden wir natürlich nachher noch hinfahren. Ja, wir haben Glück, wir sind zu dritt mit unserem Guide. Also von daher haben wir hier ja Chefarztbehandlung heute, würde ich sagen. Ja, kleine Pause haben wir gemacht, denn hier gibt es ein bisschen was zu sehen. Hier sieht aus, wäre irgendwas abgestürzt. Werden wir gleich mal schauen zusammen, sehen, was der Guide zu sagen hat. Ja. Ja, hier sind damals drei Flugzeuge abgestürzt im Dezember 1968, hat der Guide gerade erzählt. Man hat alle drei Flugzeuge gefunden, hier ist eins davon. Ja, man hat es einfach so komplett liegen lassen, wie es damals runter ist. Die hatten wohl Spritmangel und wollten möglichst in die Nähe des Flughafens kommen. Dann hat es von irgendwann nicht mehr gereicht und dann sind sie hier irgendwie runtergefahren. Das sieht ja auch noch stark aus hier. Das ist ja super interessant. Hier noch die ganzen Kabelbäume. Ja, wir sind dem Eis schon extrem nahe gekommen und dieser Fluss, der hier durchgeht, das ist alles der schmelzende Gletscher bzw. das schmelzende Inlandeis. Ja, das Wasser, was sich dann seinen Weg sucht. Das ist schon heftig, dass da ein Eis weggeht. Ja, der Guide hat gerade noch mal gesagt, momentan haben wir hier Niedrigwasser. Es gibt da noch einen See auf der anderen Seite von dem Russell Gletscher, der tritt wohl so richtig einmal im Jahr über seine Ufer, kommt dann hier irgendwie mit rum und wir stehen quasi in der Mitte des Flussbettes, kann man sagen. Es wird bis oben hin gefüllt, die ganze Geschichte dann, und dann geht es hier wohl richtig ab. Man kann es auch an den Steinen sehen, wie die hier schon geschliffen sind vom Wasser. Das wird die Fließrichtung dann sein. Wow, Wahnsinn. Dann geht es hier anders ab. Na, wenn ihr da Russell Gletscher hier die Abbruchkante seht, die sieht relativ klein aus. Die ist circa 100 Meter hoch. Also der ganze Gletscher ist bis an die 700, 800 Meter hier anscheinend wohl hoch. Und ja, durch die Erderwärmung bricht oder verschwindet der Gletscher jeden Tag, oder die Abbruchkante, um 15 cm geht sie zurück. Ja, und das wird halt alles zu Wasser und geht dann hier den Fluss runter. Ja, Russell Gletscher haben wir jetzt hinter uns gelassen und sind jetzt angekommen, am Inlandeis. Da geht es gleich mal rein hier. Ja, die Straßen, die wir hier fahren, kann man hier sehen, könnt ihr da, geht sie ganz gut runter. Die wurde gebaut von VW. Volkswagen hat Anfang der 90er Jahre hier Kältetests wohl durchgeführt
war alles top secret, haben die Straße hier gebaut. Der Anfang wurde von den Amis noch gemacht. Volkswagen hat es dann bis in das Eis rein gebaut. Hat dann am Anfang seine Wagen wohl reingefahren, später wohl auch reingeflogen, und man hat die Sache aber relativ schnell eingestampft hier. Keiner weiß so genau warum, wahrscheinlich war es dann doch zu teuer oder man hat gesehen, dass ja, das Eis doch schneller schmilzt, als man das vielleicht glauben könnte. Auf jeden Fall hat man die Straße hinterlassen und die wird jetzt natürlich gern von den Grönländern, ja, und auch von den Touristen genutzt, um in das Eis hineinzukommen. Ja, also danke VW. Man kann aber auch wirklich sagen, dass VW deutlich bessere Autos baut, als dass sie Straßen bauen, denn man kann hier nicht schnell fahren. Das, ja, selbst mit dem ja, SUV ist hier ziemlich schlecht durchzukommen. So, hier haben wir gesonderte Ausrüstung, die wir jetzt brauchen, denn jetzt geht's los. Schneeschuhe. Stefan. Steigeisen. Und da ist das Eis. Ja, und hier betreten wir offiziell das Inlandeis von Grönland. Steigeisen. Jetzt sind wir ready for Arktis hier. Ja, wir haben eine kleine Einweisung bekommen, jetzt erstmal über die Steigeisen anzuziehen haben. Das ist auch gar nicht so einfach, wenn man das noch nie gemacht hat. Ganz schön viel Tüdelütband dran an so einem Teil, aber jetzt scheint es einigermaßen zu funktionieren. Ja, und jetzt werden wir uns gleich rausbegeben aufs Inlandeis und dann werden wir 2,5 Stunden da mal rüber wandern. Ja, Himmel reißt auf, Sonne kommt raus. Ich habe auf jeden Fall richtig Bock. Ja, das Eis, über das wir hier gerade gehen, ist so 30 bis 40 Meter tief. Ich habe gerade gesagt, ja, und dieser ganze Schmutz, woher kommt der ganze Schmutz, warum ist das Eis so dreckig? Das sind natürlich Partikel aus der Luft und der Wind weht natürlich hier, ja, vom Land auch noch einiges an Dreck rüber. Und ja, gut, das ganze jetzt, sag ich mal, das ganze Eis hat circa ein Alter von 40.000 Jahren und ja, da sammelt sich halt ein bisschen was an und das kommt dann, ja, jetzt zum Vorschein. Deswegen ist das manchmal so ein bisschen dunkel. Wow! Wow! Ist das gerade geil! Hammer! Ja. Habe ich schon wieder einen Anschiss gekriegt, weil ich was falsch gemacht habe. Aber ich glaube, ich muss da nicht rauf. Das ist nichts für mich. Ich mit meiner Höhenangst. Obwohl, so hoch ist es nicht, ne? Ja, wir folgen dem kleinen Eisbach ein bisschen. Dazu nochmal, ja, eine kleine Information: Das Inlandeis ist an der dicksten Stelle in Grönland 3,5 Kilometer dick. Das ist auf jeden Fall ein ganzer Haufen. Ja, und wenn das ganze Eis jetzt schmelzen würde, das heißt,
dass es das tut, ist klar, nur in welcher Zeit, das ist noch nicht ganz klar. Wenn das ganze Eis jetzt schmelzen würde, würde der gesamte Meeresspiegel, nur von Grönland, der gesamte Meeresspiegel der Welt zwischen 6 und 7 Meter ansteigen. Ja, und ich hatte schon gesagt, auf meiner Wanderung, dann können wir uns alle 4 Jahre treffen und können zusammen singen, ohne Holland fahren wir zur WM. Dann müssten die vielleicht umsiedeln nach Grönland, weil dann ist ja kein Eis mehr da. So, das schauen wir da nochmal eben hin. Ah, hier macht ja wie eine Kurve. This is our Jacuzzi. Wow, das ist wie so wie im Heidepark hier die Wildwasserbahn, wie die hier runtergeht. Hammer. Heilige Mutter Maria, scheiße, ist das geil. Wow. Ja, der Guide hat gerade gesagt, es war einige Meter höher noch vor ein paar Tagen. Das hatten wir gerade ausgemacht, dass da hinten rechts in der Ecke, da müsste ein Loch sein, da hat jemand den Stöpsel gezogen, es läuft hier langsam raus. Aber trotzdem Wahnsinn mit dem Untergrund, wie blau das leuchtet. Okay. Ja, wir müssen jetzt hier übersetzen über das Wasser. Und ganz so ohne ist es nicht, trotz unserer, ja, unserer, wie heißen die Dinger, spitzen Schuhsohlen. Und dann müssen wir irgendwie runterkommen und dann darüber. Deswegen haben wir uns jetzt entschieden, der Stefan macht jetzt mit dem Eispickel hier nochmal ein paar Stufen rein. Und dann hoffen wir, dass wir nicht reinfallen. Das könnte nämlich kalt sein. So, genau, Stefan, pack du noch mal da mit an. Sauberlager, hervorragend hast du das gemacht. Du warst am elegantesten von uns allen auf jeden Fall. Ja, hier sind wir gerade rüber. Der Guide sagte, hat er vorher schon gesagt, das Eis ändert sich jeden Tag. Und er meinte, gestern wäre er hier rüber gegangen mit einem einzigen Schritt. Und heute, ja, heute kannst du da nicht mehr passieren. Hier ist der Eiskanal. Wahnsinn. Ah, hier kann man noch mal schön den Bachverlauf sehen, wie weit der sich hier auch schon reingefressen hat. Der hat da so eine richtige Bobbahn rausgeschmolzen. Das ist ganz, ganz tolle Ausblicke hier. Eine Wahnsinnstour. Oder was sagst du? Du grinst auch im Kreis schon. Ne? Na, hier kann man ganz gut erkennen, hier ist ein Trekkingstock eingesteckt. Der ist bis zur Hälfte weg. Und unser Guide hat gerade gesagt, eben, ja, die haben den mal so als Maßstock da reingesteckt. Und vor 10 Tagen war der bis zur Spitze. Bis zur Spitze hier oben noch mit Schnee bedeckt. Das ist jetzt alles in den letzten 10 Tagen bereits geschmolzen.
Wow, und das geht mal flott, möchte ich sagen. Ja, ihr Lieben, das soll es gewesen sein. Ein kurzer Einblick auf die Tour im Inlandeis auf Grönland. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Wir haben auf jeden Fall richtig Spaß gehabt an der Tour. Nochmal Dankeschön an Martin für das tolle Guiding. Kann ich wirklich nur jedem empfehlen, da mal dran mit teilzunehmen. Ja, wenn ihr euch auf Grönland hier noch nicht unsere Wanderung auf dem Arctic Circle Trail angeguckt habt, wäre das vielleicht mal ein Tipp, da haben wir auch eine Menge erlebt. Ich sage auf jeden Fall Dankeschön, dass ihr hier mit dabei wart beim Inlandeis. Ja, sehen uns vielleicht im nächsten Video wieder. Bleibt sportlich, bis zum nächsten Mal. Ciao.